Meine lieben Wildlife Park Freunde, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt hier auf der Insel. Wir sind auf der Insel und haben uns ausgesetzt und ja, es geht darum, wir müssen jetzt, also ich denke mal, wir haben jetzt alles an Tieren und Pflanzen klar gemacht, ne? Was ist das denn? Tiere müssen, okay, das ist natürlich das Problem. Wir müssen hier 100% Tierezufriedenheit haben und 68 bzw. 100% Pflanzen. Wir haben aktuell, die Tiere sind 69%, die Pflanzen sind 96%. Ich denke mal, das wird das Problem sein, weil wenn er hier am Abmemmen ist, dass es ihm zu kalt ist, ne, dann habe ich ein Problem. Denn dann ist es so, dass ich nicht mehr weiß, wie ich das machen soll, ne, weil, ja, was soll ich sagen, ne, da, auf die Temperatur haben wir hier leider keinen Einfluss, ne, auf die Einsamkeit schon. Jetzt scheint das alles gerade ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, wenn die jetzt alle am Abmemmen sind, das ist das Problem. Es ist auch ein bisschen paradox, weil die Tiere frieren jetzt komischerweise. Den Pflanzen geht es allerdings gut. Wenn es dann aber wieder warm wird, wir haben es jetzt November, dann sind die Pflanzen am Abmemmen und die Tiere zufrieden. Das ist so, verstehe ich nicht ganz. Ist aber auch erstmal egal. Wir müssen jetzt mal ganz kurz gucken. So, Zebra müssen natürlich schauen, wenn die natürlich hier irgendwie dumm rumlaufen, dann haben wir natürlich ein Problem. Ne? So, pass mal auf, wir nehmen dich mal. Wo haben wir denn, das sind die Gazellen. Mehr Artgenossen in meinem... Wo haben wir denn die Gazellen hingeballert? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Hier sind auf jeden Fall unsere Elefanten. Denen ist es auch zu kalt, aber ich darf ja keine Kühlgeräte kaufen, keine Heizgeräte, ich darf nichts kaufen. Hier sind... Was ist das? Ist das Erdmännchen? Na, pass mal auf. Dich schnapp ich mal, Kollege. Und hier waren, glaube ich, unsere Erdmännchen. Unsere Stamm-Erdmännchen, sage ich es mal so, ne? So. Okay, die memmen natürlich alle ab, weil es zu kalt ist. Ne? Den Pflanzen geht es jetzt gut. Ja, im Nu, ne Gnu, ist einsam, ne? Wo haben wir denn unsere Gnühe-Kühe? Wir packen dich mal darüber, ne? Wenn du einsam bist, Kollege, ne? Gehst du dahin, wo es Kollegen gibt, ne? Dann bist du auch nicht einsam. So, bitte sehr. Zebra, 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 Wumdi-Wamdi, ne? Reiß bitte nicht so weit aus, da kommt schon wieder der Nächste, der ne, abhaut, ne? So, wir haben... 69%. Sehe ich da irgendwo... Wer irgendwie am Abmemmen... Ja gut, ich meine, gegen Kälte kann ich nichts machen, liebe Leute. Ne? Das ist halt, ne... Das sind halt Rahmenbedingungen, ne? Die kann man nicht ändern. Und insofern... Ja, haben wir da ein Problem, kleines, ne? Aha. Okay, Gazelle ist einsam. Schnapp ich dich mal. Wo sind noch mehrere Gazellen? Ich glaube, hier waren hier Gazellen. Haben wir denn die Gazellen hingeballert? Sehe ich ein paar Gazellen hier. Pass mal auf, hier ist es auf jeden Fall okay. Oder hier, da sind die. Okay, dann... Ja, was machen wir jetzt? Ja, das kann natürlich jetzt eine gewisse Zeit dauern, ne? Weil es kann natürlich so sein, dass wenn die Pflanzen dann abmemmen, weil es zu warm ist, sind die Tiere gut drauf und ne, insofern schaukelt sich das immer wie ein bisschen hoch, ne? Zebrasse. Die Zebrasse reißen gerne aus, ne? Freunde, ihr seid irgendwie Herdentiere, ne? Pass mal auf, das muss doch hier irgendwie machbar sein, dass ihr immer an einem Platz bleibt, ne? So, wir haben es immer noch November. Hier ist noch eine einsam, wieder ein Zebra. Scheiß Zebras, ey. Ich meine, ich mag natürlich Zebrasse, ne? Korrekte Pluralform übrigens für die Neuen, die hier antanzen, ne? Das ist auf jeden Fall korrekte Pluralform. So, pass mal auf. Und wie können wir denn... Okay, aber ich sehe erstmal aktuell keine Pflanze, die hier wirklich abmemmt. Freunde. Ne, sehe ich nicht. Die sehen irgendwie alle gut. Okay, die natürlich hier. Die brauchen Wasser. Das Problem ist, ich kann kein... Wo haben wir denn so unsere Gazellen? So hier irgendwie, ne? Ja, das wird dann echt ein bisschen schwieriger, ne? Wie soll ich das machen, Freunde? Sag mal, du kannst übers Wasser gehen. Hast du irgendwie eine göttliche Energie, eine göttliche Kräfte oder so? Erzähl mal, Kollege. Oh, ne, steht schon drin. Hat alles seine Richtigkeit. Also, okay. Aber da du alleinsam und einsam bist, würde ich sagen, pass mal auf, hier, Wumdi-Wamdi. Dich auch hier, ne? Wumdi-Wamdi. Packen wir mal die Gazellen immer so hier ins da, wo es ein bisschen grün ist. So, Wumdi-Wamdi, bitte sehr. So, wo haben wir denn in Wirklichkeit unsere Gazellen? Ach, die sind hier hinten. Okay, natürlich, wenn die natürlich dauernd abhauen, dann habe ich natürlich ein Problem, ne? Gut, wir packen die mal hier hin. Hier sind, da sind die Springdinger, ne, da muss ich drauf achten. Da sind die dann auch gerne mal im Rudel, ne, und lassen sie es gut gehen. So, hier du auch noch. So, und dann haut bitte nicht dauernd ab, ne, weil, ne. So, hier auch noch eine. Wumdi-Wamdi.
So, pass mal, wir bauen hier nochmal ein paar Springdinger hin. Springdinger, 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 weil dann freuen sie sich auch ein bisschen, ne? So, hier nochmal. Da nochmal, ne? Damit sie da halt auch ein bisschen, ne, sich einfinden, damit sie halt sagen, pass mal auf, hier kann ich fleißig hüpfen, ne? Hier gehe ich hier gerne hin. So, diese verkackten Zebras. Freunde! Was ist denn jetzt aktuell? Wir sind jetzt pflanzentechnisch wirklich auf 27? Moment. Tiere, wieso sind denn jetzt die Pflanzen auf? Okay, die sind natürlich alle am Verdursten. Ja, klar, das ist ja auch einzusehen, aber was soll ich machen? Dagegen kann ich nicht viel machen, ne? Weil die wir brauchen, können wir nicht verkaufen, ne? Das sind, glaube ich, Orangenbäume, ne? Genau, das sind hier Savannengrasbäume, ne? Der Boden ist mit so, aber Affenpuppe. Ich glaube, das sind alles Bäume, die wir brauchen, ne? Und die sind sowieso alle im Abnehmen, ne? Ey, Kollege, ich hab dir gesagt, pass mal auf hier, ne? Da wird gejumpert, da musst du hin. Pass mal auf. Mann, 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 Mann. Hier, da. Schöne Springgegend, Kollege. Ah, der kleine Bimbo, ne? Was macht er da, ne? Der kleine Jumbo, ne? Gehst du erstmal was plümpsen, Kollege? Es ist recht kühl hier, ja. Kühlgeräte, ne? Ich darf keine Heizgeräte bauen. Das hat echt das Problem. Sag mal, ihr wollt mich echt verarschen, Freunde, ne? Was hast denn du dich hier bei den Nashörnern rumzutreiben, Kollege? Pass mal auf, hier wird gesprungen. Was wollen die eigentlich für einen Boden? Nur ganz kurz mal gucken. Recht kühle, ja, das ist ja wohl okay. Die wollen, glaube ich, Savannengras, ne? Genau. Was mal auf, dann machen wir hier nochmal ein bisschen Savannengras hin. Das dürfte Savannengras sein. Dum 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 dum. So. Ja, recht kühl, dagegen kann ich halt nicht viel machen, ne? Tja, nur ein kleines Nashorn, ist dir auch zu kalt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Du hast so eine dicke Haut, ne, Kollege? Recht kühl. Ja, gegen die. Boah, die Pflanzen sind auf 10 runter. Das ist aber unfair, wenn ich keine Gärtner einstellen kann, ne? Wer wird denn so ein Projekt irgendwie bitte schön starten ohne Gärtner, ne? Nur, ich habe ja gesagt, ne, die Aufgaben sind meistens immer ein bisschen, sagen wir, tragen gewisse Paradoxien in sich, ne? Und das ist halt nicht zu ändern. Müssen wir also durch. Wir können keinen Gärtner einstellen. Ergo, da ist nichts. Ihr seht, ist ja alles leer. Ist ja volle Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Na gut, okay. Dezember. Ja, unsere Erdmännchen. Genau, bei den Erdmännchen, da wollte ich noch mal ganz kurz ein paar. Ach, das war hier bei denen, glaube ich, ne? Da hier, Dings. Genau, da wollte ich noch mal ein paar Dings der Bumster Hügel, Amazon-Hügel hinstellen, damit die Racker da vielleicht sich zum Essen treffen können, ne? Weil, wo sind denn eigentlich die ganzen? Da ist eins, ich sehe eins. Ey, sind zu allem abnehmen, ne? Ey, mir ist voll kalt, ey, scheiße. Ja, aber Freunde, da müsst. Droht zu erfrieren. Droht zu erfrieren. Ja, super, Freunde, was soll ich machen? Ich kann keine Heizgeräte kaufen. Das ist, ja. Ich kann keine Heizgeräte kaufen. Was mache ich denn jetzt? Feuer- und Wasserspiele. Ja, droht zu erfrieren. Das ist ja wohl unglaublich. Ja, ist Dezember, ne? Aber hier. Wie soll das denn sowieso überhaupt funktionieren, bitte? Die wollen hier irgendwie Tiere auf eine Insel auswildern und, ne, schaffen dann entsprechend nicht den Lebensraum dafür, ne? Erdmännchen, okay, Nachwuchs. Ja, das sind die Erdmännchen, so kennen wir sie. Ne? Aber wie sollen denn die Tiere dann auf Dauer überleben, wenn die jetzt hier ohne unsere Hilfe sind und jetzt schon erfrieren ohne Hilfe? Das kann doch gar nicht funktionieren, Freunde. Das kann einfach nicht funktionieren. Dann kommen die mit allen Thermometern, ein kaltes und ein blaues Thermometer auf dem Kopf, ne, weil denen halt zu kalt ist, ne? Enrique hat auch nichts mehr zu verkaufen. Ja, müssen sie einfach stumpf durch, glaube ich, ne? Also andere Sachen gibt es hier nicht, ne? Der ist krank, was ist mit dir? Ich verhungere. Pass mal auf, ich. Wieso verhungerst du, Kollege? Ich friere, ich verhungere. Okay, pass mal auf, dann machen wir hier nochmal. Boden, machen wir nochmal ein bisschen Gras neu. Summ die dumm, summ die dumm.
Summ, dumm, 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 die dumm. So, hier nochmal. Und da nochmal ein bisschen Gras hin. Hier nochmal ein bisschen Gras hin. So. Hier auch nochmal alles voller Gras, damit sie auch genug zu fressen haben hier, ne? So. Okay. In der Hoffnung, dass es dann, ne, bald wieder besser geht, ne? Kollege? Ja, gegen das Frieren kann ich nichts machen, aber hier, ne? Friss hier, friss ein bisschen was, genau. Komm hier, Alter, friss was. Ah, jetzt hat er was gefressen. Okay, das heißt, ne, jetzt ist ihm nur noch kalt. Das ist halt, ja. Aber das finde ich irgendwie ein bisschen scheiße, dass wir hier, ne, dass wir hier keine Heizgeräte hinstellen können, ne? Das ist, ja. Ja, dann ist dann halt Darwinismus, ne? The fittest will survive, ne? The survive of the fittest, ne? Das Überleben der Stärksten, ne? Und wer dann abnimmt, weil ihm zu kalt ist, der, ne? Der wird halt nicht alt, ne? Das ist halt schade, ne? Aber das finde ich halt scheiße, weil wir könnten es halt ändern, wir dürfen es nicht ändern, insofern. Aber das ist halt der ganz normale Scheiß. So, pass mal auf, Kollege, wenn du einsam bist, ne? Pass mal auf, ich schnapp dich mal hier, ne? Richtig, ja, genau. Hier bist du auf jeden Fall nicht einsam. Aha. Okay, Erdmännchen auf jeden Fall Nachwuchs bekommen. Wir sind die Elefanten, die sich hier rumtreiben. Du hast auch schon wieder Hunger, ne? Ich verhungere. Okay, pass mal auf, ich kann hier nochmal ein bisschen Gras nachpflanzen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ne? Also, was anderes als probieren können wir nicht. Warte mal, was waren das jetzt hier nochmal für Pflanzen? Das waren Farne. Jungs, fresst ihr Farn? Kollege, frisst du Farn? Hilfe, ich friere. Ja, das kann ich nicht ändern, Kollege. Aha. Allen ist kalt hier. Das ist ja voll scheiße. Das ist ja wie hier, ne? Aktuell in Deutschland. Das ist November, wo ich das aufnehme. Ne? Und hier ist auch ziemlich schattig. Kollege, du machst aber ja gut, ich meine, ihr seid alle am Frieren. Das ist ja auch wohl einzusehen. Alles am Frieren hier, ne? Sag mal, du hast hier aber ganz kräftig verlaufen, Kollege, ne? Hilfe, ich friere, ja. Hm. Ja, jetzt alles ziemlich im Abnehmen, Freund. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll, ohne Scheiß. Erdmännchen droht zu erfrieren. Hm. Also hier sind zu wenig Pflanzen, oder was? Zu wenig Pflanzen, Boden ist mir zu hart. Was wollt ihr für Boden? Savannengras, ne? Wo waren denn unsere... Erdmännchen, ich will jetzt Insekten fressen. Hier gibt es zu wenig Pflanzen, okay. Mhm. Wo waren denn unsere ersten... Erdmännchen, dass wir da noch ein bisschen Savannengras irgendwie hinstellen, weil aktuell, na, bin ich ehrlich, weiß ich nicht, wie ich das wuppen soll, weil wir können hier noch mal ein bisschen Savannengras hinballern, so, pass mal, wie wumm die dumm die dumm, wumm die dumm, ihr wollt sowieso Savannengras, machen wir hier mal großflächig Savannengras, zim dim 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 dim, na, mein kleines Nilpferd, ne? Was suchst du da, mir ist kalt, ja, ja, ja. Das kann ich aber leider nicht ändern, Kollege. Gewöhn dich dran. Ne? Wird jedes Jahr mal so kalt. Ne? Das ist halt leider... Ihr müsst euch schön warm laufen, warm rubbeln, wie auch immer. Ne? Irgendwas wird euch da schon einfallen, Freunde. Das ist... ja. Schöne Scheiße. Schöne, schöne Scheiße. So, aber aktuell, ne? Ich hoffe mal, dass keiner stirbt. Ich spule mal eine Runde vor. Aha. Ich spule mal eine ganze Runde vor. Zim. Oh Gott, die verhungern hier alle. Das kann ich irgendwie gar nicht glauben. Okay, pass mal, wir machen nochmal normales Speed. Was wollt ihr für Boden? Mal ganz kurz mal gucken. Das sind Orangenbäume. Savannengras. Okay, dann machen wir aber hier nochmal ein bisschen Gras hin. Zim, zam. Zim, zam, zim. Das ist die Mutke, ne? Die ist denen ja heilig, die Mutke, ne? Hier nochmal Gras, damit die halt
zumindest eine große Auswahlmöglichkeit haben, ne? So. Kollegen? Ja, frieren. Tut mir leid, Kollege. Tut mir echt super leid. So, dann spulen wir nochmal. Wir haben es jetzt Februar. February. Da ist Enrique, ne? Enrique, ne? Hat auch nicht viel zu verkaufen. Ja, laufen sie alle ganz wuselig, ne? Vielleicht wird es ihnen dann wärmer, ne? Wobei die Temperatur scheint hier doch echt krass zu sein, ne? Aber was soll ich machen, Freunde? Ich darf keine Heizgeräte kaufen. Ich darf keinen Gärtner einstellen und insofern ist das alles ziemlich albern. Jetzt mal ohne Scheiß. Würdet ihr sowas ins Leben rufen, setzen, wie auch immer, so eine Insel, ne? Ist ja prinzipiell eine gute Idee. Allerdings, dann müsst ihr doch genug Material mitnehmen, dass ihr das irgendwie hinkriegt, oder sehe ich das falsch? Sehe ich das irgendwie verkehrt? Ja, wir spulen schon, es ist immer noch Februar, ne? Alles hier im Abnehmen. Zu trocken. Was willst denn du für einen Boden haben, Kollege? Savannengras. Okay, pass mal auf, dann ballern wir noch ein bisschen. Ne, Savannengras. Aber es ist zu ausgetrocknet. Ja, nun. Aber was soll ich machen? Das kann ich irgendwie nicht ändern. So, noch ein bisschen Savannengras hier gemacht. Okay, da geht das weg. Finde ich ja cool. Okay, was ihr wollt, ihr wollt, ihr wollt, ihr wollt, ihr wollt, ihr wollt. Erdreich. Okay, Erdreich war das hier, ne? War das Erdreich? Genau. Wum, wum, wum. Machen wir nochmal neu. Obwohl, das ist ja natürlich Erdreich, ne? Insofern denke ich mir, das nicht viel helfen. Weil, ne? Ist ja schon Erdreich, ne? Und mehr Erdreich macht es auch nicht erdreicher, ne? Das ist halt, ne? Ja. Ihr wollt Savannengras, ne? Ich bin ausgetrocknet. Aber wieso verschwindet denn das Savannengras? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Okay, aber die Savannengras wollen, da kriegen wir zumindest hier die Dinger mit weg. Das heißt, die Troppen, dann haben sie zumindest ein bisschen was, ne, wo sie drauf klarkommen können. Hier, du auch nochmal, ne? Bitte sehr. Ja gut, die brauchen wir letztendlich, ne? Nicht wirklich, weil ich glaube, hier niedrige Fensterblätter, ne? Du bist schon wieder einsam, ja, super. So, jetzt haben wir April. Jetzt gehen wir noch ein bisschen, ne, runter, ne? Was die Geschwindigkeit angeht, der Nachwuchs, cool. Wer? Gazellenweibchen, ja, super. Spielen. Pass mal auf, ich habe hier einen Spielplatz extra nur für Gazellen eingerichtet. Ne, da könnt ihr jumpern ohne. Jetzt ist das Problem, jetzt ist den Pflanzen wieder zu heiß, ne? Gras. Hier, ne, was haben wir hier? Na, Farn. Müssen wir Farn eigentlich haben, Kollegen? So, Köcherbäume, Pampasgras, Orangenbäume, Affenpapyrus, Schmierkatzchen, Lavendel. Eine Fahne brauchen wir nicht. Also zur Not könnten wir die verkaufen. Allerdings, Problem an der Sache ist, du willst auch Savannengras, ne? Aha. Christian und Spritzer hier Savannengras, Zim, Zam, Zom. Hat nicht gereicht. So. Meine Leute, ich sag jetzt erstmal, ne, wie das hier weitergeht, ne? Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich sag jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und verbleibe wie gehabt in diesem Sinne. Das wird noch, glaube ich, ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Gut, hier alle, auch hier wird die Herde zu groß. Cool, dann können wir verkaufen, das ist eine gute Sache. Nur das, dagegen können wir was machen, gegen die Doppelherzchen, ne? Aber gegen die Doppelherzchen können wir nichts machen. Aber wir schauen mal. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in der Rinne vorne. Haltet euch wacker. Ciao, ciao, seid euren Speak in 45. Pause.